Kommen wir jetzt zu einem wichtigen Redebeitrag und dafür begrüßen wir den LSVD auf der Bühne, den Lesben- und Schwulenverband in Deutschland, die größte Nichtregierungsorganisation für die Rechte von Queers in Deutschland, wurde bereits 1990 gegründet. Der Lesben- und Schwulenverband ist ein Bürgerrechtsverband und vertritt Interessen und Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und intergeschlechtlichen Menschen und kämpft für Menschenrechte, Vielfalt und Respekt. Sie wollen, dass LSBTIQ als selbstverständlicher Teil gesellschaftlicher Normalität akzeptiert und anerkannt wird. Der LSVD war maßgeblich an der Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe vor 7 Jahren und am Prozess des Selbstbestimmungsgesetzes in diesem Jahr beteiligt. André, der gleich sprechen wird, ist seit 2020 Mitglied des Bundesvorstands und Kerstin ist seit 2022 Pressesprecherin. The LSVD is the largest queer rights NGO in Germany, founded in 1990. The Lesbians and Gay Federation is a civil rights association and represents interests and concerns of lesbians, gay, bisexual, transgender and intersex people. Human rights, diversity and respect. They want LGBTI people to re-accept and recognized as a natural part of social normality. The LSVD played a significant role in legalization same-sex marriage 7 years ago and the process of the self-determination law this year. André has been a member of the Federal Board since 1920 and Kerstin has been the spokesperson since 2022. Please open your heart and open your mind. Öffnet die Ohren und die Herzen für André und Kerstin. Hallo Berlin. Happy Pride. Wie geil ist es bitte? Es gibt noch in diesem Jahr in Deutschland endlich ein Selbstbestimmungsgesetz. Yes. Seit 7 Jahren gibt es in Deutschland endlich die Ehe für alle. Woo. Und seit 30 Jahren, vor 30 Jahren, wurde endlich der Unrechtsparagraf 175 abgeschafft, durch den homosexuelle Handlungen bis 1994 noch im Strafgesetzbuch standen. Und seit 75 Jahren gibt es das Grundgesetz. Ein Grundgesetz, das den Anspruch erhebt, die Lehren aus der Dunkelheit des Nationalsozialismus gezogen haben. Ein Grundgesetz, das den Anspruch erhebt, genau die Menschen zu schützen, die von den Nazis verfolgt wurden. Und ausgerechnet eine Gruppe wird vom Grundgesetz seit 75 Jahren konsequent vergessen. Und die steht Jahr für Jahr hier beim CSD auf der Straße des 17. Juni. Es ist jetzt endlich an der Zeit, Artikel 3, um den Schutz queerer Menschen zu ergänzen. Und das ist eigentlich überfällig. Und doch hat uns die Union vor ein paar Tagen erzählt, es gebe hier eigentlich gar keine Schutzlücke. Queere Menschen seien bereits ausreichend geschützt. Das stimmt aber nicht. Sogar das Bundesverfassungsgericht hat mal gesagt, dass die Kriminalisierung von Homosexuellen im Einklang mit dem Grundgesetz war. Und an jedem einzelnen Tag, ohne unseren wortwörtlichen Schutz im Grundgesetz, stehen dort drüben im Deutschen Bundestag unsere Rechte mit einfacher Mehrheit zur Debatte, die Rechte von Millionen Menschen in unserem Land. So kann es nicht weitergehen in einer Zeit, in der die gesellschaftliche Spaltung durch die AfD zunimmt.
Denn wer verspricht uns eigentlich, dass dieses Unrecht nicht wieder geschehen kann? Wer verspricht uns, dass man uns unsere Rechte nicht mehr wegnehmen kann? Es geht also auch darum, das Grundgesetz endlich sturmfest zu machen. Sturmfest gegen die Feinde unserer Demokratie. Denn wenn wir sehen, was gerade in Italien los ist, wo FaschistInnen bereits die Macht übernommen haben und die Verfassung dafür nicht bereit war, wo Giorgia Meloni lesbischen Frauen ihre Kinder rechtlich wieder wegnimmt, dann sehen wir und spüren wir in der gesellschaftlichen Rechtsdruck, den wir hier in Deutschland erleben, dass es jetzt an der Zeit ist, uns endlich richtig zu schützen, bevor es zu spät ist. Und gerade wenn wir das vor Augen haben, feiern wir heute umso lauter und umso stärker unsere Freiheit und all die Rechte, die wir schon erkämpft haben. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, dass diese Rechte niemals, und das wird uns dieser Tage sehr deutlich bewusst, niemals selbstverständlich sind, sondern wir dauerhaft für sie kämpfen müssen. Yes! Und gerade wenn wir jetzt nach Thüringen, Sachsen und Brandenburg schauen, drei Bundesländer, die im Herbst erneut drohen zu kippen. Das können, das müssen und das werden wir verhindern und dafür, auch dafür gehen wir heute und in den kommenden Wochen hier in Berlin und im ganzen Land auf die Straße. Denn auch in den demokratischen Parteien hat sich der Diskurs inzwischen schon beunruhigend weit verschoben. Zum Beispiel beim Thema Afghanistan. Für uns ist jedoch ganz klar, natürlich müssen wir verfolgte LSBTQ evakuieren. Menschenrechte sind unteilbar. Und dieser Rechtsruck und der Populismus, der muss eigentlich das gesamte Land wachrütteln. Denn wenn LSBTQ angegriffen werden, dann geht es jede einzelne Person etwas an, die in einer demokratischen Gesellschaft leben will. Sogenannte Minderheitenrechte sind kein nice to have, sondern der Kern der Demokratie. Und ja, dieser Rechtsruck macht verdammt viel Angst. Aber wir dürfen jetzt nicht in eine Schockstarre verfallen oder uns ganz von diesen politischen Problemen abkehren. Wir müssen jetzt allen Mut, den wir haben, zusammennehmen und dürfen kein Stückchen leiser, sondern müssen umso lauter werden. Und so zeigen heute Hunderttausende hier auf den Straßen Berlins Nein zum Rechtsruck, Ja zu Demokratie und Vielfalt, denn gemeinsam sind wir stärker. Und dadurch, dass wir hier heute gemeinsam stehen, zeigen wir noch eine weitere Sache, die mir persönlich auch ganz besonders wichtig ist. Wir zeigen, dass sich die LSBTQ-Bewegung auch in stürmischen Zeiten nicht auseinanderreißen lässt. Wir haben in den letzten Jahren, Wochen, Monaten, insbesondere rund um das Selbstbestimmungsgesetz gezeigt, es gibt kein LSBTQ ohne trans-inter-nicht-binäre Menschen. Wir lassen uns nicht in starre Kategorien aufteilen und dann gegeneinander ausspielen. Wir stehen hier gemeinsam. Und diese Gemeinsamkeit in der Vielfalt, die wollen wir auch als Verband noch mehr in den Fokus rücken. Wir sind nämlich gerade in einem Prozess der Namensanpassung. In Zukunft werden wir nicht mehr Lesben- und Schwulenverband, sondern endlich Verband Queere Vielfalt heißen. Bereits seit bald 35 Jahren haben wir gemeinsam gezeigt, dass wir gemeinsam mehr erreichen können. Und so haben unsere VorreiterInnen mit allem, was sie hatten, teilweise ihrem Leben dafür gekämpft, für die Rechte, die wir heute haben, täglich nutzen und viel zu oft für selbstverständlich nehmen. Jetzt aber sind wir dran. Es ist unsere Aufgabe, queere Freiheiten und Menschenrechte zu verteidigen, auszubauen und langfristig für die Zukunft abzusichern. Wenn wir es nicht machen, wer macht es dann?
Und für diese große Aufgabe, da brauchen wir jede einzelne Person hier. Also ich fordere euch jetzt auf, zeigt nicht nur einmal im Jahr beim Berliner CSD eure Farben, sondern engagiert euch nach euren Möglichkeiten auch im Alltag. Unterschreibt Petitionen, zum Beispiel zum Thema Grundgesetzergänzung gibt es übrigens auch eine auf All Out. Werdet Teil einer queeren Gruppe, egal ob vor Ort, in eurem Bundesland oder bei einer bundespolitischen Interessensvertretung, so wie bei uns. Schließt euch zusammen und fahrt auch zu kleineren CSDs außerhalb von Berlin. Zeigt dort euer Gesicht, eure Flagge, denn wir sind alle eine Community und unsere Solidarität hört nicht an der Stadtgrenze auf. Wir werden weiterhin sichtbarer werden und auch vor allen Dingen sichtbar bleiben. Auch wenn viel zu viele Leute uns wieder in die Unsichtbarkeit drängen wollen, das werden wir gemeinsam nicht zulassen. Und diese Sichtbarkeit, von der ich jetzt gesprochen habe, die braucht allerdings Sicherheit. Und genau deswegen fordern wir diese Ergänzung von Artikel 3. Wir sagen heute, wenn LSBTQ endlich denselben expliziten, grundrechtlich verbrieften Schutz wie alle anderen bekommen, dann gewinnt die gesamte Demokratie. Hier und heute fordern wir nichts weniger als Menschenrechte, Akzeptanz und Respekt für alle. Seid ihr dabei? Dort drüben im Parlament sitzen längst wieder die, die an jeden einzelnen Tag das Klima in diesem Land vergiften. Lasst uns heute ein Zeichen setzen, dass sie uns nicht loswerden. Danke, Berlin! Danke! Happy Pride!